Jesus sagt, euer bester Freund, dies ist, wer ich für euch sein möchte. 30. April 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann, die süße und tröstende Gegenwart von Jesus sei mit uns allen, Herzbewohner. Ich hatte heute eine kostbare Zeit in der Anbetung und am Ende war ich so erfüllt von seiner Freude, ich konnte es kaum fassen. Mehrere Inspirationen für Lieder und für sein Porträt überkamen mich und ich sprudelte nur so über. Es waren drei lange, harte Tage. Ich war krank und lag im Bett und konnte nichts anderes tun, als jene Leidenszeit dem Herrn zu opfern, für Seelen. Also war ich enorm erleichtert, als meine Kraft zurückkehrte und Jesus mich mit diesen Inspirationen überhäufte. Ich begann meine Zeit mit ihm, indem ich sagte, O Herr, du machst mich wahnsinnig in kreativer Hinsicht. Da gibt es so viel, was ich vermitteln möchte über dich. Das ist der ganze Sinn der Sache. Ich kurble die kleine Pumpe an. Steht es nicht geschrieben, Ströme lebendiger Wasser werden aus eurem Innern fließen? Ich muss tief einatmen, Herr. So voller Liebe und Freude bin ich. Und die Sehnsucht, dies allen Seelen zu vermitteln, treibt mich an. Du bist so wunderbar, aber da gibt es keine Worte, um zu beschreiben, wie innig du jedes von uns persönlich liebst und wie wunderbar und einfach es ist, in deiner Gesellschaft zu sein. Aber vielleicht mit ein paar Liedern und einem oder zwei Gemälden kann ich wenigstens einen Eindruck davon hinterlassen. Dies ist für mich eine Freude, wenn ich sehe, wie meine Kinder endlich begreifen, wie persönlich meine Liebe zu ihnen wirklich ist. Ich sitze nicht hinter einem Tisch mit einer Bibel zwischen uns. Ich verberge mich nicht in kunstvollen Kathedralen. Ich beschränke mich nicht auf meine herkömmliche Tracht. Ich bin überhaupt nicht formal oder weit entfernt von euch. Nein, ich trage Khaki-Hosen, wenn wir die Klippen des Himmels erkunden. Wenn ihr nahe zu mir kommt, eile ich zu euch, um euch zu umarmen. Und ich setze nichts zwischen uns und ich vergebe euch eure Sünden, weil ihr so eifrig seid, sie zu gestehen und zu bereuen. Sie sind kein Hindernis für unsere Nähe. Da gibt es sogar Zeiten, wo ich mich euch nähere, während ihr bereut, damit ihr wisst, dass ich euer reumütiges Herz höre und euch vergebe. Ich möchte, dass meine Kinder verstehen, wer ich bin. Ja, ich bin der mächtige Gott, der die Schöpfung in die Existenz gesprochen hat, und dann erniedrigte ich mich selbst und war den genau gleichen Grenzen unterworfen, in welche ihr hineingeboren wurdet. Ich tat dies, damit wir uns wirklich nahe sein können und ihr die Tiefe meiner Liebe zu euch verstehen würdet, genauso wie meinen Charakter als ein realer und echter Mann. Ich halte Reinheit aufrecht in meinem Umgang mit allen Seelen, aber ich verschwende die Liebe meines Herzens an alle, die willig sind, sie zu empfangen. So viele begreifen es nicht. Ich möchte ihr Gefährte sein. Ich möchte immer bei ihnen sein. Ich möchte teilhaben am Abenteuer ihres Lebens. Ich möchte, dass ihr alle versteht, dass ich ganz Gott und ganz Mensch bin und dass ich die genau gleichen Dinge genieße, die ihr genießt. Ich lache über die Mätzchen der Welpen und Kätzchen. Mein Herz steigt auf mit dem Adler und es ist so zärtlich berührt von den kleinen Entlein, die hinter ihrer Mutter herwatscheln.
Wisst ihr nicht, dass ich jeden Aspekt meiner Schöpfung genieße? Ich sehne mich danach, jene Freude mit euch zu teilen. Deshalb offenbare ich zumindest auf diesem Kanal meine verspielte und unternehmungslustige Seite. Ja, ich rufe meine Braut und alle Leute in die Anbetung. Aber dann kommt und tollt mit mir in der Schönheit und Vielfalt meiner Schöpfung herum. Ich erschuf all die Schönheit um euch herum nicht, um euch in deren Mitte zu setzen und dann zu beobachten, als ob ihr eine Ameise auf einer Ameisenfarm wärt. Nein, ich erschuf diese Schönheit, um sie mit euch zu genießen, um sie mit euch zu erkunden, um mich mit euch zu freuen, an der ganzen Vielfalt meiner Schöpfung. Dies sind Ausdrucksformen meiner Kreativität. Und welcher Künstler möchte nicht, dass andere ergriffen sind von seinen Kreationen? Ich liebe Kunst, ich liebe Musik, ich liebe Mathematik, Wissenschaft und alle Sprachen. Ich liebe alles an meiner Schöpfung. Steht es nicht geschrieben, Gott sah alles, was er erschaffen hatte und schaut, es war sehr gut? 1. Mose 1,31. Also komme ich zu euch in diesen letzten Tagen und mache mich selbst zugänglich, damit ihr meine Hand ergreift und mich überall hin mitnehmt, wo ihr hingeht, damit ich selbst euch die Pfade des Lebens zeigen kann und wir gemeinsam Hand in Hand die Stürme und Freuden des Lebens durchschreiten. Ich freue mich, in eurer Gesellschaft zu sein. Ich freue mich, eurem Gesang zuzuhören. Ich freue mich, euch zu beobachten, wie ihr die atemlose Schönheit meiner Schöpfung erkundet. Ich freue mich über eure Dankbarkeit für alles, was ich in euer Leben gesetzt habe. Aber am meisten freue ich mich über eure Liebe und wie ihr Opfer bringt, um mich anderen Seelen näher zu bringen, welche nicht wissen, wer ich bin. Dies ist die Zeit für eine echte Beziehung mit mir. Obwohl ich euer Gott bin, ist dies nicht die Zeit für Pose und Formalität. Genau wie David draußen in den Feldern war mit seinen Schafen, als er mir am nächsten war und wir uns unterhielten wie bekannte Freunde. Genau wie mit Mose, wir sprachen nicht nur im Rauch, im Feuer und im Blitz, sondern auch am plätschernden Wasser, bis tief in die Nacht hinein. Alles, was wir zusammen sahen, teilten wir, genau wie ein Mann und eine Frau ihr Leben teilen. Jona nahm ich wahr im Bauch des Walfisches, was im Übrigen kein Märchen ist, es geschah wirklich. Er sprach zu mir über seine Sünde. Er bereute mit schlechtem Gewissen, da er meiner Mission für die Heiden ausgewichen ist. Er erkannte mich im Weinstock, der ihm Schatten spendete. Er erkannte mich im Innern des Walfisches. Er erkannte mich in der Ziehung des Loses, um ihm seine Sünde zu enthüllen. Und obwohl er nur ein Mann war, ein schwacher Mann, der für diese Mission erwählt wurde, haben wir uns trotzdem unterhalten. Wir hatten eine Beziehung. Das ist, worum es geht, um eine Beziehung. Da gibt es nichts, was mich mehr freut, als wenn ihr erkennt, wer ich bin. Und dass ihr vertraut, dass meine Liebe zu euch mich nicht davon abhält, zugänglich und erreichbar zu sein für euch. Wenn ihr meine wahre Natur kennenlernt und diese Freundschaft pflegt, fängt ihr an, mich gegenüber anderen zu reflektieren. Und sie werden auch hungrig nach einer vertrauten Beziehung mit mir. Sie fühlen Frieden und Trost in meiner Gegenwart, lieber als Furcht, welche sie veranlasst zu zittern und zu kauern. Dies ist das Los meiner Geliebten, die von ganzem Herzen ein heiliges Leben leben wollen. Die Bösen zittern, was sie auch sollten, weil ihre Herzen nur das Böse und die Zerstörung von allem Guten begreifen.
aber für euch, die ihr meine Schätze seid, wo immer ihr euch auf eurer Reise befindet. Ich bin ganz liebevoll, empfangend und nährend. Und für jene, die Bosheit als Lebensstil gewählt haben, ich werde euch vergeben, wenn ihr bereut und umkehrt. Ja, da gibt es Zeiten für Anbetung, wo ihr eure Herzen zu mir hochhebt. Es scheint förmlicher, wenn ihr mich als Gott anbetet. Aber zu anderen Zeiten möchte ich so zugänglich und einfach sein, wie ein echter Gefährte auf Erden. Ich verspreche euch, solltet ihr anfangen, Mutmaßungen anzustellen oder stolz zu handeln, werde ich euch rasch korrigieren und helfen, wieder aufzustehen. Ich sorge mich genug um euch, dass ich euch korrigiere, aber manchmal bin ich auch distanziert, damit ihr nicht selbst zufrieden werdet. Aber dies geschieht nur, wenn es nötig ist. Sonst bin ich Jesus, euer Freund und Liebhaber. Jener, der all eure Wege kennt, wenn ihr sitzt, wenn ihr steht. Und ich sehne mich danach, ein aktiver Teil eures Lebens zu sein. Deshalb sage ich dir all diese Dinge, weil du an den Darstellungen von mir arbeitest, Claire. Ein Gemälde, ein Lied. Und mein größter Wunsch für dich ist, dass du der Welt offenbarst, dass ich ein fürsorglicher und liebevoller Freund bin, der sich Tag und Nacht danach sehnt, mit ihnen zusammen zu sein, in jedem Zeitabschnitt. Ich möchte sie jeden Augenblick lieben, halten und nähren, während sie ihr Leben leben. Ich segne euch jetzt, voranzuschreiten, im vollen Bewusstsein, dass ich bei euch bin, und dass ich ein Teil von allem sein möchte, was ihr tut.